Und damit herzlich willkommen zurück zu The Last of Us, dem zweiten Teil mit mir, dem Pyrus, in der neuen Aufnahmeseason. Ich habe das letzte Mal nur drei Folgen aufgenommen, obwohl es auch nur drei Folgen, mal gucken, ob wir heute mehr machen. So, ich muss jetzt immer die ganze Zeit warten, bis ich fertig gerendert habe, weil ich keinen Speicherplatz mehr hatte. Ich wollte schon viel früher anfangen, aber dann ging das nicht wegen Speicherplatz, das war schade. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Oh Gott, hinter die überall Zombies. Le so, infiziert. Ach. Mensch, Abby, du bist wirklich Naturtalent. Liebe Abby, spielen wir mich heute wieder. Das ist nämlich nicht Ellie, ist Abby. Abby und Ellie, ich bin ja immer noch für den The Last of Us 3. Abby und Ellie, die beiden würden sich bestimmt gut verstehen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Oh nein, ist eine Horde. Jetzt rüber. Nein. Ich muss springen. Och du, ist eine Horde. Oh Gott. Oh Gott. Oh mein Gott. Das ist scheiße. Lauf. 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 Oh nein. Oh. Danke. Ich will nicht gefressen werden. Hier lang. Los. Oh Gott, da geht's weiter. Keine Müdigkeit vortäuschen. Ich wollte eigentlich ins Haus. Ging aber nicht. Und ich glaube, das ging nicht. Ich hoffe, das ging nicht. Dass ich mir jetzt irgendwie verlaufen habe. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufe. Ich muss nur laufen. Hoch, hoch. Ach du Scheiße, hoch, hoch, hoch. Wo muss ich lang, Leute? Hier lang. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Da hin. Oh Gott. Ich dachte, ich wollte doch entspannt anfangen. Oh Gott, die Mauer. Tor da. Überqueren. Genau, es hält die überhaupt schon auf ein bisschen, oder? Ach, war ein guter Witz. Oh, sehr gut gemacht. Ich hab das nicht mitgenommen. Habe ich es mitgenommen? Keine Ahnung. Ich hab's gesehen. Ich hab's aber nicht mitgenommen, weil ich eben zu schnell war. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott, los, 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 durch, durch. Das kann nicht sein. Wer findet hier so viele? Ganz ruhig. Oh, ganz ruhig. Komm. Ja. Oh, ein Biss, das war's, ne? Hilfe. Hilfe. Oh Gott. Es war klar, dass uns einer einholt. Wieder die Knarre. Danke. Alles okay? Ich dachte ihm. Ist doch egal. Sag mir lieber, wo wir hin sollen. Ich schätze, wenn wir hinten rausgehen, schaffen wir es vielleicht zur Hütte. Wie vielleicht? Wir müssen alle warnen. Ein Aufräumkommando holen. Jetzt! Oh Gott. Oh, sehr gut, okay. Ah ja, okay, es hat also nur begrenzte Haltbarkeit. Durch die Tür hier! Na los! Naja, ich komm. Tut mir leid, Joel. Durchlassen. Hey! Willst du an meinem Rohr schmecken? Bäm! Oh, du jetzt sowieso auch. Mich das hier. Was ist? Die Tür will nicht lange standhalten, wir müssen uns beeilen. Den Hammer? Joel hat was. Kann ich helfen? Okay. Ja? Ah, okay, ja. Wird gemacht. Auf den Karren ziehen!
Oh mein Gott. Bäm! Ja! Ich hab da... Uah! Uah! Ah. Nein! Joel! Kannst du vielleicht mal? Okay, noch nicht. Passt schon. Ich werd gern geprügelt. Aua! Aua! Oh Gott. Scheiße. Minikit? Minikit benutzen? Minikit benutzen nicht. Das ist ein Sticker, da kann ich jetzt eine Minikit benutzen. Wo ist er? Scheiße. Jetzt. Jo, Tommy, alles klar? Hoffentlich. Ja, ich weiß, was ich mache. Sehr gut. Kann ich mal ganz kurz heilen? Nein. Danke für die Antwort. Ah. Oh, okay. Ah. Ellie, Joel. Ach, Ellie. Ja. Oh Gott. Ich dachte, wir können so entspannt anfangen. Wir gehen weiter durch den Schnee. Ganz entspannt. Okay, warum habe ich keine gute Waffe? Das ist immer eine richtige gute Waffe. Die ist nicht gut. Joel, kannst du mir als dein Bruder eine... Ruhe. Kauf nichts. Oh. Mein Klicker. Ach nein. Ein Kläger zu schlagen. Achso, ein Kläger zu schlagen ist gefährlich. Ach wirklich? Mensch, ist mir gar nicht aufgefallen. Es ist gefährlich, gut zu wissen. Ich bin gerade so angespannt, ne? Oh, ich wollte auch entspannte Last of Us spielen. Ich dachte so, gönnen wir uns heute. Entspannte Season. Der ist tot. Schreit doch nicht so laut. Ich höre so schlecht. Da ist der Kläger. Das ist eine Einladung oder muss. Ah, das frisst einfach zu viel Muni. Joel, ich kann dir helfen. Oh Gott, warte, ich helfe dir. Immer so auf den Kopf. Bäm. Eine Hammer-Idee, ne? Das war doch ein Hammer. Aber Mensch, Tommy, was meinst du, was ich hier tue? Ich trinke mit denen keinen Kaffee, falls du das denkst. Hilfe! Das nehme ich mal und geht aus dem Weg. Wie geht nachladen? Nein, wie geht das denn jetzt hier? Ach, weil ich von Uncharted gespielt. So ging das. Ich war 3. Oh, ich spiele von Uncharted, man. Ich habe bald keine Muni mehr. Was? Da habe ich Muni gesehen. Greif! Einfach mal meinen Tisch, bitte. Tommy, bitte, ich will dich ja nicht. Warte, du hast es? Wo bist du denn? Da. Ah. Ja, aber... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wohin gehen wir? Jetzt komm in Ruhe. Herr Joel. Ah, oh, ich fange jetzt schon mal wach. Ich laufe jetzt aber durch. Ich muss selber zu den Joel. Verreckt sich mein Problem. Nein, der verreckt nicht. Joel kann nicht sterben. Joel ist untötbar. Der kann. Joel kann nicht sterben. Der ist einfach. Hey, ich bin Tommy. Das ist Joel. Wie heißt du? Abby. Abby, alles okay? Ja. Das wird nicht halten. Wir müssen zurück. Wir kommen niemals bis nach Jackson. Verbarrikadieren wir die Tür. Was? Tommy, wir bleiben nicht hier. Die Pferde schaffen es nicht mehr so weit. Meine Freunde sind in einem Haus nördlich von hier. Es ist eingezäunt, die Umgebung ist gesichert. Das Baldwin-Haus. Könnte klappen. Okay, ich mach die Tür auf. Okay, du reitest mit mir. Komm. Komm!
geil. Wir haben es geschafft. Oder? Komm, reitet, reitet! Halt. Was ist damit? Als ich 12 war, habe ich ein Skateboard gefunden. Oh oh. Und als ich aufsteigen wollte, ist es mir unter den Füßen weggeflutscht. Warte, wo kommt die Narbe her? Ich fiel auf mein Messer. Okay. Die Verätzung. Das war ich selbst. Wieso? Um einen Biss zu verdecken. Genau hier. Ein Infizierter fiel mich an, als ich 14 war. Und es kam raus, dass ich immun bin. Die Wunde heilte, aber mit Zahnabdrücken und Blasen und... Au! Hör der Kuh. Hey! Ich hab dir eine wahre Geschichte erzählt. Das war eine wahre Geschichte. Oh, soll ich dich mal beißen? Hast du das gehört? Jesse? Bleib einfach da, okay? Kannst du bitte warten? Was? Jetzt dreh dich um. Was soll der Scheiß? Wollt ihr mich verarschen? Ihr solltet auf Patrouille sein. Draußen tobt ein Schneesturm. Ist das Gras? Warum bist du hier? Die Leute zählen auf euch. Kapiert ihr das? Ihr habt eine Aufgabe. Und warum bist du nicht beim verdammten Posten? Weil Tommy und Joel nicht aufgetaucht sind. Was meinst du? Wir haben eine ganze Stunde gewartet. Ich habe sie gesucht und dann das Licht gesehen. Vielleicht sind sie in die Stadt zurück. Ohne für Ersatz zu sorgen, niemals. Wie viel von ihrem Gebiet hast du abgesucht? Nicht viel. Wir teilen uns auf. Übernehmen verschiedene Seiten. Wir können in ein paar Stunden alles sichern. Alleine? Nein, wir wissen nicht, was da draußen ist. Eben. Was, wenn sie Hilfe brauchen? Okay, ich gehe nach Westen, Dina nach Süden und du kommst von Osten. Aber seid vorsichtig, ja? Ja. Naja, Joel und Ellie haben's ja, Joel und Tommy haben's ja gerade relativ gut. Glück im Unglück. Okay, gehen wir rein. Du hast uns Angst gemacht. Scheiße. Wie geht's euch so? Ganz gut. Danke. Du kurz Zeit für mich? Sollen wir die Sättel ablegen? Nein, nicht nötig. Wir wollen hier nur den Sturm aus. Habt ihr Bürsten, ein Handtuch oder sowas? Du hattest ein Riesenglück. Wenn du wüsstest. Hab gehört, ihr habt Strom hier. Wo zur Hölle warst du? Auf dem Dach sind Solarkollektoren. Und wer sind diese Leute? Wie lange seid ihr schon hier? Seit gestern. Gestern? Yep. Was macht ihr hier draußen? Wir sind auf der Durchreise. Wohnt ihr zwei hier in der Nähe? Oh ja, ein paar Häuser weiter unten. Ihr solltet mit uns kommen, eure Vorräte auffüllen.
Das ist nett. Übrigens, ich bin Mel. Tommy, das ist mein Bruder. Joel. Scheint, ihr hättet schon von uns gehört. Das haben sie auch. Was? Nora, alles klar? Er ist K.O. Drückt ihn an die Wand. Tommy! Lasst mich! Puta madre. Joel, Mel. Wer bist du? Rate mal. Nun sag schon deine einstudierte Rede auf. Bringen wir es hinter uns. Sein Bein ab. Na los! Ja, keine Bewegung. Ist Joel jetzt tot? Nein. Joel! Nein, der ist nicht tot. Oh, shit. Wie komme ich da runter? Nein. Beeilen. Waren das die... Nein, das waren nicht die Fireflies, oder? Weil wir haben doch damals die Fireflies gekillt. Um Ellie zu retten. Oh nein, sag nicht, dass das der... Ist das, das die Fire... Oh nein. Oh mein Gott. Alles okay. Alles okay. Nein, sag... Nein. Komm, komm, komm. Gut. Munition habe ich, weil ich dachte mal kurz durch, weil ich glaube, das wird gleich richtig krass werden. Knallen jetzt alle ab. Schweine. So. Okay, das ist safe. Nein. Sollten wir eins anfertigen? Nein. Das passt noch. Joe? Tommy? Leise, Ellie. Schlafzimmer ist safe. Ich glaube, es war dort die Hütte. Oh nein. Wo kommt das her? Er wird gerade gefoltert. Ganz ruhig. Nicht immer, jetzt nicht irgendwie hektische Bewegungen machen. Dann alles absuchen nochmal. Ja, ja, ich weiß, ich bin trotzdem jetzt sehr ruhig, weil. Joe. Es hilft Joel nicht, wenn wir jetzt
immer noch verkacken. Shit. Gibt's hier einen Keller? Fuck. Nee, da ist draußen, das sieht es nicht. Weil, oh Gott, hier in die Küche. Hier in die Küche. Oh nein. Joel. Oh Gott, er lebt noch, das ist gut. Nicht, dass er schreit, ist nicht gut, aber. Oh mein Gott, okay. Jetzt ganz vorsichtig. Step for step. Ihr blöden Schweine, ich bring euch jetzt Alarm, wenn ihr Joel etwas antut. Oh mein Gott. Warum schiebt niemand draußen Wache? Ihr dacht nicht, dass hier jemand aufkommt. Was habt ihr bitte erwartet? Wir müssen hier raus, bevor noch die ganze Stadt antanzt. Das war's mit dir. Wir wollen dasselbe, stimmt's? Töte ihn. Jetzt. Joe, steh auf. Steh verdammt nochmal auf. Hört bitte auf! Bitte tu das nicht! Joe, bitte steh auf! Nein! Schmoin der Hölle! Ich bring euch um! Nein! Ich bring euch um! Sie haben Joel gekillt. Oh mein Gott. Ellie. Tut mir leid. Jesse? Sie sind hier unten. Kann ich mich setzen? Ja. Marie will sicherstellen, dass du isst. Sie kann uns nicht aufhalten. Bei den Leuten, die wir bräuchten,
um das durchzuziehen, wäre Jackson lange wehrlos. Sie sollen also damit davonkommen? Das will niemand. Ja, aber genau das wird passieren. Und wenn wir wieder auf Jäger treffen? Ist das deine Sorge oder ihre? Die Sorge ist berechtigt. Wenn es um uns ginge, wäre Joel schon längst auf dem Weg nach Seattle. Wäre er nicht. Verdammt, auf jeden Fall wäre er das. Wir wissen doch noch nicht mal, ob sie aus Seattle sind. Washington Liberation Front. Genau das stand doch auf ihren Aufnähern. Und wenn die Jacken gestohlen waren? Das ist... Was, wenn sie längst nicht mehr dort sind? Was soll der Scheiß? Weißt du was? Ich gehe morgen los. Und wenn du mitkommen willst, gut. Du hast keine Ahnung, was dich dort erwartet. Du weißt nicht, wie groß die Gruppe ist, wie stark. Ist mir egal. Du kannst mich nicht umstimmen. Gib mir einen Tag. Ich rede mit Maria. Okay? Sie muss einfach ein paar Leute abstellen. Und wenn das nicht klappt? Tja, dann werde ich mir was überlegen. Ein Tag. Bitte. Gut. Ich möchte zu seinem Haus, bevor wir gehen. Um etwas von dort mitzunehmen. Okay. Ich konnte nicht zu den Pferden. Anscheinend hat Tommy eins genommen. Jetzt hat Maria die Stelle abschließen lassen. Scheiß Tommy. Unterwegs fällt uns schon noch was ein. Ein Auto oder ein Pferd oder so. Okay. Das macht den Weg nach Seattle schwieriger. Dann wird's eben schwieriger. Du kannst es dir noch überlegen, weißt du? Ich weiß. Ich möchte nur nicht, dass du dich verpflichtet fühlst. Ellie. Wenn du gehst, gehe ich auch. Keine Diskussion.
meinen Rucksack holen. Den habe ich bei den Osttoren versteckt. Ich dachte, da schlüpfen wir raus. Ach ja. Boah. Wisst ihr, so die letzten Folgen noch, die waren noch relativ, relativ entspannt. Und jetzt stirbt einfach Joel und alles ist einfach nur noch genauso traurig wie The Last of Us 1. Es ist genau das gleiche. Die Welt ist einfach scheiße brutal. Und es trifft immer den Falschen. Und ich glaube, dass die Gruppe eine Überreste von den Fireflies ist, weil sie gesagt hat, überleg mal oder rate mal. Und naja, Joel, wie er ist, hat am Ende auch keine Angst gezeigt. Ich meine, das ist Joel. Er zeigt einfach keine Angst. Oh Gott. Viele ihn gemocht haben. Ja, er war ein guter Kerl. Joel, klar, Joel hat seine Fehler gehabt. Aber viele Fehler, die er begangen hat, hat er auch gemacht, weil... Ja. Oh Gott, Joel Miller. Weil er seine Tochter verloren hat. Und trotzdem hat er es irgendwann mal wieder geschafft zu lachen. Ja, Joel war... Ich will es machen. Okay. Ich bin okay. Komm. Ich warte hier unten. Danke. Oh Gott, den Film, den sie sich angucken wollten. Oh, aber einen coolen Fernseher. Für Joel von Ellie. Ja. Riesen der Vergangenheit. Das war ein guter Tag. Wie Ellie auch aussieht. Es wird auf jeden Fall eine dumme Idee sein, sich mit der Gruppe anzulegen. Das wird, schätze ich mal, nach hinten losgehen. Auch, wenn ich es verstehen kann. Ich muss sagen, ich kann Ellie verstehen. Meine, klar, jetzt loszurennen, die zu killen, die zu töten, ist natürlich jetzt nicht richtig, aber in so einer Welt, ich meine, und es gibt ja keine Gerechtigkeit mehr. Wenn du Gerechtigkeit willst, dann musst du Taten sprechen lassen. Oh, wie süß, eine Eule. Joel war also auch Kaffeetrinker. Oh.
Okay, hier müssen wir weiterlesen. Ich schmecke Eisen. Wunden brechen auf. Wenn ich schreie, also wenn ich singe, du warst das weiche Sirren des Nylons. Der Geruch nach Holzöl, der volle Klang. Saiten aus Stahl klingen heller. Sie geben dein Echo falsch wieder und lassen mich mit Rost zurück. Mir bleibt nur unser letztes Gespräch. Sich wiederholende Akkorde. Harmonien im Blut. WLF, Washington, Liberation Front. Wer sind die? Tommy sagt, der Name sei Abby. Ja, das ist zum ersten Mal, wo Joel nicht mehr aufstehen konnte. Und klar, dass Ellie jetzt gesagt hat, Joel, steh auf, weil Joel es immer wieder geschafft hat. Joel, wer den ersten Teil kennt, der hat es immer wieder geschafft. Aber dieses Mal, klar, er wurde ins Bein geschossen. Puppen, Golfschläger. Bearbeitet. Da kann auch ein Joel nicht sein. Weißt du, ich sag vorher noch so, der kann nichts töten, den Kerl. Ich hätte es auch nicht gedacht. Also. Nicht so früh zumindest. Also dieser. Ich dachte, es ist mit Joel und Ellie. Ich dachte, dass Joel echt noch uns begleitet, weil Joel war immer. Der war immer der Ratgeber, der. Ach Mensch, ohne ihn wird's ja richtig doof. Und wir haben jetzt Dina. Wie heißt die jetzt? Dima, ne? Dima. Aber. Aber ohne Joel. Das ist ja voll. Boah. Das war halt das Stream-Team, ne? Die beiden zusammen. Last of Us 1. Das war so gut. Oh, unsere die Gitarre, die dir geschenkt hat. All die Versprechen beim Sonnen- und bei Sonnenuntergang. Ich habe sie ernst gemeint. Genau wie alle anderen. Ja. Boah, der ist ja eigentlich der Gitarrenfan gewesen. Aber dass wir jetzt nie wieder Joel sehen, ist schon komisch. Muss ich sagen. The Last of Us 1 war halt Joel und Ellie. Und ich habe irgendwie auch gedacht, dass hier auch Joel und Ellie ist. Also. Ich hab's echt gedacht, weil Joel. Ach Gott, ach das. Ja, das war seine Tochter. Das war Sarah und die wurde halt erschossen von Soldaten. Er wollte sie halt retten, da ist er halt gescheitert. Und Ellie hat es geschafft, dieses Trauma, was ja Joel 20 Jahre oder ja 20 Jahre mit sich rumgetragen hat, dieses Trauma zu durchbrechen, also ihm wirklich wieder Freude ins Leben zu bringen. Also eigentlich kann Ellie sehr stolz auf sich sein, was sie geschafft hat mit Joel, also oder was sie über Joel erreicht hat. Ich meine, jemanden jemanden Freude zu bereiten, nachdem alle tot sind, die man liebte, ist schon nicht einfach. Und Ellie hat es geschafft.
Ja, das ist die kaputte Uhr. Die hat Sarah kurz vor ihrem Tod Joel geschenkt. Mit ungefähr den Worten, du bist der beste Vater, obwohl du meine Sachen nicht mal, die Sachen, die ich gern höre, die hörst du überhaupt nicht gern, trotzdem bist du der beste Vater der Welt. Wie machst du das nur? Irgendwie, einfach diese Geburtstagskarte. Sehr gut. Ach, Joel, du hast dich immer extra, abgesichert, ne? Wo ist aber die Munition? Alles okay? Ich will nicht runterkommen, obwohl... Was kann schon Schlimmeres passieren als Joels Tod? Ich meine, Universum, es kann noch Schlimmeres passieren. Jetzt sind wir so tief gesunken ins Gras. Und so hat sich wohl auch Joel gefühlt. Schätze ich mal, nachdem er seine Tochter verloren hat. Genau so. Oh. Ach, guck mal, die beiden da mit dem Pferd. Muss ein Sommer gewesen sein. Oh, und wir sehen halt Joel nicht wieder, ne? Ich weiß, erwähne ich jetzt dreimal, aber irgendwie... Ich weiß nicht, irgendwie ist das voll krass. Also... Normalerweise, okay, wenn Spielecharaktere sterben. Ja gut. Okay, aber Joel? Und dann noch am Anfang. Und boah, ich denke gerade, weißt du, kennt ihr dieses Ende von The Walking Dead? Von Clementine, wo die Clementine heult und Lee so langsam an dem Zombie-Virus stirbt. Oh, das war auch so hart. Und das war auch so, wo ich dachte, wie, Lee ist jetzt tot? Weil ich dachte halt immer so im zweiten Teil dann, oh, vielleicht lebt er doch noch. Vielleicht hat er es doch noch überlebt und... Ich wurde enttäuscht. Klar, er wurde vom Zombie gebissen. Konnte nicht überleben. Aber man hat es irgendwie doch immer gedacht. Weil... Joel... Der ist irgendwie auf dem Cover drauf. Warum tötet ihr den? Och Mensch. Na gut. Bevor wir noch weiter mit Joel reden... Sehen wir es in der nächsten Folge wieder. Ja, ich werde immer was erwähnen. Wenn was mit Joel kommt oder so, ich werde es immer erklären. Ich kann das erklären, weil ich habe Joel oft genug gespielt in The Last of Us, Last of 1. Hoch und runter gerattert, das glaubt ihr nicht. Ich habe das so oft durchgespielt, ich werde es immer erklären. Das heißt, wenn ihr The Last of Us 1 nicht kennt, genießt es einfach, ich erkläre es. Oder wenn ihr Fragen habt, dann ja, könnt ihr die stellen. Ich müsste sie beantworten können. Theoretisch, hoffe ich. Bis dann, euer Pyrus. Tschüss.